Hallihallo und willkommen zurück zu Hex Heresy of the Wizard. Wir sind hier gerade im Moon Tower oder halt im Turm des Nachtgottes oder so. Ich glaube, Schassburg hieß er. Und ja, mal gucken. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Hunger unserer Leute aus? Okay, satt, soweit. Ja, passt weitestgehend. Gut, einmal kurz die ganzen Buffs erneuern. Und dann gehen wir hier auf Angriffszauber. Gut, der hat eh keine wirklichen Buffs zu bieten. Können wir direkt auf den Angriffszauber gehen. Deflect und Earthblade. Und Anti-Mage. Na gut, Terror können wir ruhig mal nehmen. Du hier hast nur die Torch und ansonsten. Na gut, Angriffszauber. Gut, dann würde ich sagen. Wir schauen uns diese Gruppe dort mal an. Mal gucken, ob die uns einheizen. Und wenn ja, wie stark. Okay. Und das Grüne war unser Arcbolt. Das ist dieser feuerballartige Zauber, der am Anwenden abprallen kann. Scroll of Levitate. Okay. Geht's noch weiter und was haben wir hier so Schönes? Eine Tür. Okay. Na, da wird bestimmt irgendwas. Nicht? Kein Gegner dahinter? Okay, aber ein Keks. Yay! Und ein Bett halt noch, aber ansonsten haben wir hier so gar nichts. Diese Augen sind wirklich immer reine Deko, oder? Ja. Ich wünschte, man könnte so dieses Wanddesign in Minecraft nachbauen. Das wäre was. Ich finde es echt gut gemacht, irgendwie, auch wenn das Spiel irgendwie 20 Jahre schon alt ist, aber mir sagt es auf jeden Fall zu. Na komm. Okay. Einmal noch Terror. Und. Ist die jetzt weggerannt, oder? Nee. Die war umgekippt. Hervorragend. Und Deflect ist weg. Das war der hier. Ach, also überhaupt einiges weg. Okay, dann erstmal wieder komplett erneuern. Wobei, wir können es auch erstmal wieder verschoben schauen hier. Okay, da war so eine Tür. Und geht's hier hinten noch irgendwo weiter? Macht nicht den Anschein, außer bei der Tür hier. Und natürlich, die braucht einen Common Key. Wo haben wir die da? Hallo. Hat er nichts fallen lassen? Und da sehen wir eine Wand. Ah, okay, das ist eine von den illusionären Wänden, die wir im Startraum gesehen hatten. So, mal gucken. Mithril Gloves. Die haben beide schon und die hinteren beiden. Ah, da gehen wir das mal eher dir hier. Und jetzt mal ganz kurz auf die Karte schauen, ob das auch wirklich da. Ja, das sind wirklich die Wände, die wir am Anfang gesehen haben und nicht etwa irgendein anderer Abschnitt dieses Levels. Okay, und da liegt noch was. Pfeile, ja. Okay. Viel mehr gibt es hier erstmal nicht. Da liegt ja noch auch noch was mit meinem Schlüssel. Ah, okay, Common Keys sind das nur. Ah, die können wir natürlich hier rein tun. Okay, aber ansonsten habe ich hier irgendwas übersehen? Nein, haben wir alles. Dann nochmal ganz kurz zurück zu den beiden Händlern, die wir hier haben. Und dann wird es schon wieder so dunkel hier. Ja, Tatsache. Und dann hoffen wir mal, dass irgendwas von dem Ork-Vomit noch da ist, aber ja, sieht nicht so aus. Ne. Zumindest bei dem hier nicht. Dann noch den anderen durchgucken. Ich glaube, der war da hinten. Und der hat. Gucken, das hier wäre was. Also, mal gucken, was wollen wir alles? Dragon Ale und Ork's Vomit. Dragon Ale. Das erhöht die Intelligenz permanent. Okay, gut. Nehmen wir. Ach, da können wir mehr. Wie?
Wie? Der hat da unendlich viel im Angebot von der Löwen. Haha, auch nicht schlecht. Okay, dann dürft ihr das mal trinken. So, dann gucken wir uns das mal an. Also wir haben jetzt 38 und 35. Und 36. Und 39, ja, Tatsache. Also mit anderen Worten, wir können unsere ganze Kohle für diese Sachen ausgeben. Das hat natürlich auch was. Damit werden unsere Zauber definitiv um einiges stärker. Gucken, wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich noch? Nicht wirklich viel. Und ja, denn wir hatten in einer der letzten Folgen, beziehungsweise ich glaube sogar in der letzten Folge eigentlich das meiste unseres Goldes für Ausrüstung ausgegeben. Also dafür, dass wir jetzt hier überall Mithril haben und auch für diese Waffe und für den Battlestaff und so weiter. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. So. Denn hier gab es ja irgendwo die beiden Treppen, die nach oben führen. Und da nehmen wir dann erstmal diese hier. Nachdem wir alles nochmal neu vorbereitet haben. Denn ich weiß momentan nicht, was uns da oben erwarten wird. Oder zumindest nicht genau. Und noch Armor und Warpower. Okay. Na dann, auf. Erstmal gerade alles absuchen, weil ich glaube, soweit ich mich erinnere, hier müsste irgendwo eine Tür sein, die. Ja, Türen haben wir natürlich überall. Das ist die, wo wir Levitate brauchen würden, wenn das Bloodwitch wäre. Und irgendwo dachte ich, müsste es hier nur noch eine weitere Tür geben. Aber anscheinend nicht. Okay, dieser grüne Trank ist ein Heiltrank, nehmen wir natürlich mit. Mindestens zum Verkaufen und vielleicht auch noch für. Die tatsächliche Nutzung. Aber das werden wir dann noch sehen. Und Phoenix Breath, das erhöht. Quatsch, das stellt Lebenspunkte und Zauberpunkte wieder her. Mal gucken, ob wir das brauchen werden. So, was haben wir hier stehen? For the first you rise, for the second be wise. Okay. Gut. Ich glaube, wir speichern hier mal sicherheitshalber ab. Hier haben wir natürlich die Druckplatte. Mal gucken. Aber wenn wir hier Levitate nehmen. Machen wir es da. Werden unsere Zauber hier hinten dann. Okay. Die Tür ging zu. Und hier haben wir ein Drehfeld. Und jetzt legen wir am besten mal dahin. Oh, okay, hier ist wirklich eine Antimagiezone. Hier legen wir jetzt mal dahin, wo wir hergekommen sind, was glaube die entfernte Ecke war, also sprich diese hier. Hier legen wir jetzt mal ein Item hin, nur das, was dann hinterher noch wissen. Okay. Oder besser gesagt, dass wir es halt sagen können, wo wir herkommen. So, dann. Aethblade können wir im Moment nicht benutzen. Das ist auch ein Problem. Das heißt, wir machen jetzt effektiv weniger Schaden dadurch, dass wir in einer Antimagiezone sind. Okay, der hat ja schon und der Keks hier. Dann essen wir das ganz kurz einmal alles. Und ja, mal gucken. Na, wir haben eigentlich vorher abgespeichert. Das heißt, wir gehen das erstmal hier dann durch. Und ich hoffe mal, dass wir dann eventuell hier irgendwo in diesem Bereich keine Anti-Magie-Zone mehr haben, was wir auch testen können. Okay, hier wird es gehen. Genau, und ich glaube, das Rätsel ist jetzt, dass wir irgendwie versuchen müssen, diese Druckplatte, Quatsch, die Druckplatte, das Loch vor der Tür, wo es weitergeht, wegzubekommen und das würden wir schaffen, indem wir hier irgendwie richtig auf die Druckplatten treten in diesem Raum. Also in der richtigen Reihenfolge. Und es wird wieder dunkel. Hier treten.
Okay, jetzt ist die hier weg, auch wenn ich nicht wirklich weiß, warum, aber egal. Okay, dann haben wir das schon mal. Und jetzt auf jeden Fall speichern. Das macht hier definitiv Sinn. Jetzt haben wir gerade schon. Wenn wir hier sind, können wir hier zaubern? Ja, das geht. Das heißt, hier können wir uns auch wieder buffen. Ah, und zwar mit allem, was wir haben. Gott sei Dank. Und hier dann auf Terror natürlich. Und dann noch das alles erneuern. Und dann auf geht's. Ja, doch, ich bin echt froh, dass wir uns für die Angriffszauber entschieden haben. Dass die so übel reinhauen, hätte ich im Leben nicht erwartet. Okay, also, jetzt mal ganz kurz schauen. Da vorne. Wer ist hier weitergegangen? Nein, Serpent Key. Okay, und den werden wir dann wahrscheinlich hier hinten irgendwo finden. Erstmal hier gucken. Betten und Pfeiler. Okay, also hier haben wir einen Raum zum Erholen. Und hier. Fühlt sich ein bisschen an wie eine Falle irgendwie. The rings were made from the shards of purest crystals. Okay. Welche Ringe? Wir haben noch keine besonderen gefunden eigentlich, oder? Mal ganz kurz die Sachen wieder erneuern. Also eigentlich haben wir nur diese stinknormalen Ringe gefunden, die einfach nur irgendwelche Zauber wirken oder sowas. Dann auch das nochmal und das und das und auf geht's. Ich habe auch diese Gruppe hier aus Bloodwitch sehr, sehr, sehr viel schwieriger in Erinnerung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, hier oft geflüchtet zu sein. Und mich zu erholen, oder besser gesagt, dass die Gruppe sich halt erholen kann. So, wer von... Ah, wobei, das geben wir einfach mal dir hier. Und dieser Ring ist ein Night Ring. Da gucke ich jetzt doch glatt mal. In die Datei. Und es ist für den Face-Spell. Ups. Das hier passiert, wenn ich die Tab-Taste drücke. Da wird das immer hin und her geschaltet. Weil er nicht registriert, dass ich die Taste losgelassen habe. So. Und hier. Ging jetzt nichts auf oder so, oder? Nee. Ich habe echt die Erinnerung gehabt, dass das eine Falle wäre. Okay, dann einmal kurz die Sachen wieder erneuern. Weil die Buffs eh gerade wieder anfingen abzulaufen. Vor allem die Deflect ist irgendwie immer nur sehr, sehr kurz gültig oder sehr, sehr kurz aktiv. Was etwas schade ist. So, dann Serpent Key. Na gut, aber es geht doch leichter als erwartet. Und da liegt was. Das sind Handschuhe. Okay, hier irgendwo ein Gegner noch, der uns überraschen würde. Nein. Also haben wir jetzt, glaube ich, unser viertes Paar Mithril Gloves. Das heißt, es macht eventuell Sinn, demnächst mal wieder zu den Händlern zurückzugehen und den Kram erstmal zu verkaufen, den wir eh nicht brauchen würden. So. Der wäre oder hätte uns fast angegriffen. Denn wenn die unter dem Terror-Effekt zu uns zurückgerannt kommen, die werden und oder die würden uns im massiven oder im massiv hohen Tempo angreifen. Das macht die Sache dann auch nicht unbedingt leichter. So, dann haben wir dann also eine Tür und hier hinten eine Falltür oder ein Loch im Boden. Da bin ich jetzt mal, nachdem wir ganz kurz speichern, gespannt, ob wir da drüber schweben können. Und wenn ja, was wir dahinter wohl finden werden? Ein Schlüssel oder... Ja, ein Gold Key. Brauchen wir den hierfür? Nee. Aber wofür brauchen wir den dann? Für die auch nicht.
Ich meine, irgendwo werden wir diesen Gold garantiert brauchen. Daran führt wohl kein Weg vorbei. Ja, und zwar hier direkt. Ist jetzt nicht so, als ob das ein schwieriges Rätsel wäre, da über ein Loch drüber zu schweben für so einen Schlüssel. Ah, und hier ist jetzt sehr viel offenes Gelände anscheinend. Geht die Tür auf? Nein. Also natürlich würden wir die aufkriegen, weil wir haben ja noch rund 80 Common Keys. Aber erstmal jetzt hier alles so weit durchgucken, dass es auch wirklich abgesichert ist. Und ja, ich denke, wir sind hier soweit sicher. Oh Gott, sind das viele. Oh Gott, das wird ja noch lustig. Okay, dann erstmal die ganzen Buffs wieder erneuern. Die beiden, so langsam habe ich es auch raus, ohne drüber nachdenken zu müssen, welche wir brauchen. Ich hoffe nur, dass die Tür da zu bleibt oder nicht irgendwie aufgeht, weil wir hier reingekommen sind oder ähnliches. Okay. Silver Key und wir haben einen Serpent Key. Okay, das heißt, wir kommen jetzt wahrscheinlich eher hier weiter. Oder eben halt bei der anderen Tür, wo wir da vorhin noch waren. Und was ist das? Ein Mithril Blade. Ja, nicht Blade, sondern Plate. Und da geben wir uns mal ihm hier und dich müllen wir erstmal wieder voll. Oh Gott, geht die Tür direkt auf? Nein, das braucht unseren Serpent Key. Okay, da speichern wir definitiv davor ab. Das kann sonst etwas böse werden. Und ich denke, wir müssen auch direkt schon wieder Buffs erneuern. Jetzt hat er 4, 5. Ja, gut. Das sollte eigentlich passen, denke ich. Deflect Witchwind, Arcbolt, Fireball. Okay. Dann auf ins Vergnügen. So, okay. Können wir uns erstmal ganz kurz ein bisschen erholen, dass zumindest die, der Erschöpfungsbalken sich wieder etwas auffüllt. Wobei der echt langsam sich nur auffüllt. Haben die schon wieder Hunger oder was? Oh Mann. Ihr seid echt verfressen, ihr Leute. Unfassbar. So, mal gucken. Stuffed, stuffed, stuffed. Ja, also die sind jetzt wirklich endlich mal satt. Gott sei Dank. Okay, Angriffszauber. Und wir haben wieder keine Buffs. Das macht die Sache natürlich auch nicht gerade besser. So. Insbesondere, weil dann unsere Nahkämpfer nur den halben Schaden machen. So Pi mal Daumen. Und, ja, gut, ich denke, das dürfte schon genügen soweit. Oh, da habe ich mich gerade selbst getroffen. Mit dem Arcbolt. Ist immer wieder schön, natürlich. Ups. So, dann noch ein Ei. Und ich denke mal, wir werden an dieser Stelle einfach mal die Folge beenden und machen dann in der nächsten Folge weiter. Insofern, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.